El Salvadors Präsident Nayib Bukele ist enttäuscht über die begrenzte Akzeptanz von Bitcoin. Bukele sagte, dass die Nachfrage nach Bitcoin nicht so hoch war wie erwartet. Trotz der Herausforderungen zieht Bukele insgesamt eine positive Bilanz. Der Tourismus und ausländische Investitionen seien gestiegen, was der Wirtschaft helfe. Seit September 2021 ist El Salvador das erste Land mit Bitcoin als gesetzlicher Währung. El Salvador investierte 135 Millionen Dollar und besitzt nun über 400 Millionen Dollar in Bitcoin. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.